Vorwarnung, ohne alles. Was ist da los? Kann ich auch nicht sagen. Aber stellen Sie fest, woher dieses Signal kommt. Und beten Sie, dass es weitersendet. Genau. Und ihr seht schon, das ist mindestens empfohlene Stufe 16. Also, wir sind zwar hier 20, aber das wird wohl relativ Wir empfangen einfach. Ein Transponder-Signal von einem Agenten der ersten Welle. Und zwar aus dem Hauptgebäude der New Yorker Polizeiakademie. Wenn wir ein Shaytech-Signal hören, gehen wir dem nach. Und wenn der zugehörige Agent noch lebt, ist das ein netter Bonus. Natürlich ist Letzteres unwahrscheinlich. Aber wenn Sie herausfinden, wie diese Technik dorthin kam und was mit dem Agenten passierte, werden wir hoffentlich verstehen, was schiefgegangen ist. Genau. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Und wie ihr seht, ist das eine Tech-Flügel-Mission. Also da kriegen wir Güter für den Technikflügel. Und ja, das ist ein Haupteinsatz. Also davon geht auch die Story weiter. Deshalb ist es wichtig, da mal nachzuschauen. Was haben wir? Okay, Agent, ich habe eine spezielle Bitte an Sie. Anscheinend gehen unsere UV-Filter zur Neige. Sie wissen schon, die Dinger, die beim Eingang das Virus abtöten. Die gute Nachricht ist, dass wir schon drei davon gefunden haben. Sie müssen sie nur abholen. Ja, wie ihr gesehen habt, da ist jetzt noch eine kurze Nebenmission reingekommen. Und da wir jetzt einmal hier so an der Ecke sind, wo diese Nebenmission ist, machen wir die natürlich auch. Beschaffung UV-Filter. Nach dem gestohlenen UV-Filter suchen. Da sind wir auch schon. So, das ist... Ja, kriegt man Blaupausen für und Ausstattungsobjekt in Blau. Hm, das sieht doch gut aus. Also, wo könnte denn hier ein UV-Filter sein? Gute Frage. Nächste Frage. Das ist jetzt ein Nebeneinsatz. Man hat nicht wie bei Assassin's Creed hier Adlerauge oder sowas. Man muss das schon finden, aber da rein kommt man nicht. Ah ja, hochklettern. Dann wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als hier übers Gerüst zu klettern. Auf die Kirche hoch. Du bist tot. Das war jetzt nicht so intelligent. Andere Waffe wäre besser. So. Und das war's auch schon für Sie. Wunderbar. Wir suchen trotzdem noch den Filter hier. Jetzt sind wir oben auf der Kirche. Ah, hier. Wir haben wohl was gefunden. Und jetzt gibt's Verstärkung. Ah, da unten. Ah, das ist aber schlecht, darüber zu zielen. Ah, ja. So, so geht's einigermaßen. Sehr gut. Wenn er mich übrigens nicht gut versteht, dann macht das Spiel was leiser. Ah, ein erledigt. Oh, Scharfschütze. Das ist nicht gut. Ich hab langsam die Nase voll! Oh. Irgendwann da hinten, der ist fies. Die muss weg. Ich glaube, auf meiner anderen Waffe habe ich auch ein Fernglas. Irgendwann musst du da raus. Ja. Fernglas funktioniert es doch schon viel besser. Die ist gleich weg. So. Und dann haben wir noch ihn da unten. Den Granatenwerfer.
Geht down mit ihm langsam. Du verschwendest meine Zeit. Na komm. Boah. Bis hier oben. Obwohl ich den die ganze Zeit unter Feuer. Kriegt er die Granate. Teil 1 abgeschlossen. Okay. Wir haben den Okay, Agent. Ich habe eine spezielle Bitte an Sie. Anscheinend gehen unsere UV-Filter zur Neige. Sie wissen schon, die Dinger, die beim Eingang das Virus abtöten. Die gute Nachricht ist, dass wir schon 3 davon gefunden haben. Sie müssen sie nur abholen. Ja, ich habe jetzt auch einen schon gefunden. Aber der nächste ist da vorne. Auf dem Weg zur Hauptmission. Ja, den machen wir doch auch. Das passt doch ganz gut. Genau auf dem Weg dahin. Dann erledigen wir den einfach mal mit. So. Und auf geht's zum nächsten Punkt. Müssen wir ein bisschen weiter hier in diese Straßenschlucht. Oh. So. Und da liegt er. Ui, ui. Eine Baustelle hier. Das ist natürlich mal ein bisschen ein anderer Bereich. Werkzeuge kann man immer gebrauchen. Man muss ja irgendwann auch mal Waffen und sowas bauen. So. Die Frage ist, muss ich hier hoch? Nö, sieht nicht so aus. Da ist eine Leiter. Ich gehe einfach mal da hoch. Ja, in 20 Metern Höhe ist es. Also ist ein gelber Pfeil dran. Bedeutet, es ist höher auf jeden Fall. Ah, hier haben wir auch noch ein Seil. Dann gehen wir da mal hoch. So, hier müsste es jetzt auch irgendwo sein. Alle Gegner auf dem Dach neutralisieren. Ich sehe nichts. Mal gucken, ob das gut geht. Boah. Was eine schlechte Sicht. Aber mein Gerät sieht besser. Meinst du, der Typ, den wir gekillt haben, war ansteckend? Da oben ist wieder ein Schatz. Das habe ich aber gerade gesehen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das ist noch nicht. Das wird nicht lustig. Ich geh mal da lieber hin. Hier erwischt mich der Scharfschütze nämlich nicht so gut. Zeigt kein Erbarmen. Ja. Da war aber auch noch ein Lilan dabei. Der Problemkerl. Sehen Sie mich oder sehen Sie mich? Wetter hier. Genau so ist es. Boah, schaffen Sie endlich nicht auch hier? Na super. Nicht mehr. Oh. Oh, wo kam der denn jetzt her? Das war dann doch nicht der Scharfschütze. Das war ein Kerl, der von hinten kam. Gibt's ja gar nicht. So. Ich weiß überhaupt nicht. Stell das mal da drauf. Vielleicht sieht das ja, wo der ist. Bei dem Wetter kann ich nicht. Nee. Und das Schwerte Licht. Aha, jetzt keine Munition langsam mehr. Ihr passt auf. Oh shit. Der hat's nicht mehr im Blick. Ja. Welches Los. Feierabend. Wo sehe ich ihn? Zeig sie ab! Ich muss mal bremsen, wenn ich so gut bin. Ich weiß aber nicht, von wem ich hier gerade sterbe. So. Da ist noch ein Scharfschütze. Da oben drauf ist ein Scharfschütze und da unten ist ein Scharfschütze. Dich erledige ich! Ich mach da gerade nur auf gut Glück. Ich sehe nämlich nichts.
Moment. Da bin ich auch wieder, da hatte ich gerade einen Anruf. Jetzt müssen wir gucken hier. Jetzt habe ich ihn langsam im Visier. Dich erledige ich. Ach, jetzt geht er wieder hinter die Deckung. Jawohl. Alle Gegner auf dem Dach neutralisiert. In der Wohnung der Ärztin den UV-Filter suchen. Hahaha. Wo ist denn das jetzt? Hier sieht man nichts. Ah, ich gehe einfach mal auf die Seite, wo ich jetzt alles erledigt habe. Und wenn wir Glück haben, ist dann hier irgendwo der UV-Filter. Oder bin ich jetzt genau auf die falsche Seite gegangen? Oh, man weiß es nicht. Könnte passen, könnte auch nicht passen. So. Und jetzt hier lang. Ah doch, sieht gut aus. Jetzt hier nochmal die Leiter hoch. Noch soll es nämlich immer höher sein. Wir sehen es ja auf der Map. Oh, ich muss mir ein bisschen was an Material besorgen. Da unten war gerade ein Gepäckstück. Entweder ist ein Item drin oder vielleicht sogar ein Erste-Hilfe-Kasten. Ah, Mist. Nix, was ich gebrauchen kann. Also jedenfalls nichts Wichtiges. So. Und jetzt schauen wir mal, wo geht's weiter. Überlebensratgeber entdeckt. Wir gehen einfach mal hier runter. So, so. So, in der Wohnung. Ah, einfach hier rein. Und da liegt er. Jawohl. Ja, es geht Richtung 21. Wenn wir mal gerade so in die Ratgeber schauen, dann sehen wir nämlich hier, zack, Moment, Einsatzdaten und Ratgeber. Den hier haben wir gerade bekommen. Das ist ja immer relativ viel Text, muss man sagen. Also so wirklich, was in dem Ratgeber steht, kann man nicht so definieren, finde ich. Also man muss dann hier ziemlich viel lesen. Und ja, das mache ich jetzt mal nicht. Das hätte sie auch vorlesen lassen können oder sowas. Naja, okay. Das soweit zum Ratgeber, den wir gerade gefunden haben. Und nun, da scheint er zu sein. Jawohl. Der UV-Filter. Teil 2. Okay, Agent, ich habe eine spezielle Bitte an Sie. Anscheinend gehen unsere UV-Filter zur Neige. Sie wissen schon, die Dinger, die beim Eingang das Virus abtöten. Die gute Nachricht ist, dass wir schon 3 davon gefunden haben. Sie müssen sie nur abholen. Die ist hier drauf. Das Signal ist mir unbekannt. Das Notsignal eines Agenten der ersten Welle. Ist einfach losgegangen, ohne Vorwarnung, ohne alles. Was ist da los? Kann ich auch nicht sagen. Aber stellen Sie fest, woher dieses Signal kommt und beten Sie, dass es weitersendet. Ja, wir gehen jetzt mal hier hin, weil ich sehe jetzt nicht, wo das andere Mission ist. Ach, das ist ganz unten im Süden. Nee, bis hier unten laufen wir jetzt nicht. Das Signal ist mir unbekannt. Wir empfangen ein Transponder-Signal von einem Agenten der ersten Welle, und zwar aus dem Hauptgebäude der New Yorker Polizeiakademie. Wenn wir ein Shaytech-Signal hören, gehen wir dem nach. Und wenn der zugehörige Agent noch lebt, ist das ein netter Bonus. Natürlich ist Letzteres unwahrscheinlich. Aber wenn Sie herausfinden, wie diese Technik dorthin kam und was mit dem Agenten passierte, werden wir hoffentlich verstehen, was schiefgegangen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da jetzt runter? Hier ist nämlich ziemlich viel... Ah, hier. Hier ist nämlich ziemlich viel Dachbereich, aber kein wirkliches Treppenhaus. Aber dann habe ich es auch schon gefunden. So... Bis nach ganz unten. Jawohl, hier geht's raus. Oder? Geht's hier nur in eine Abstellkammer? Nee, hier geht's raus. Ah, fast. Da hinten. Okay, wunderbar. Und da haben wir auch noch ein bisschen was an Munition. Das können wir nämlich auch gebrauchen im Moment. Ich habe keinerlei Heilung mehr und soll damit in die Hauptmission. Das wird interessant. Cool. Wo kommt ihr denn her? Warum steht ihr hier unten rum? So. Da ist noch einer.
Ich freue mich drauf, dich kalt zu machen. Das gibt es doch nicht. Komm raus. Jawohl. So. Zur Polizeiakademie sollen wir. Die ist irgendwo hier in dieser Richtung. Nee, ich gehe falsch. Aber ich gehe mal hier in den Nebengang, weil... Sayonara, Victor! Hey, pass auf! Ja, können wir noch einen Knüpfungszeichen. Also, sind wir wieder nur Gegner. Schick den Scheißkerl in die Hölle! Halte den Bastard aus! Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Der ist tot! Ich mach dich fertig! Ja, ich weiß, aber ich mach dich eher fertig. So, sehr schön. Ui, das hat doch schon mal was gemacht, was Blaues. Schauen wir doch mal, was wir haben. Empfangen ein Signal aus der Akademie. Shade Tech, von einem Agenten der ersten Welle. Der Transponder sendet noch. Nee, das machen wir jetzt auch nicht. Wie gesagt, wir machen jetzt die Hauptmission. Mal kein Heilteil dabei. Mensch, Mensch, Mensch. Okay. So, jetzt auf geht's zur Polizeiakademie. Ah, jetzt hier nach links. Da. Hier steht sie. Polizeiakademie. Agenten finden und Schwierigkeitsstufe festlegen. Brauchen wir nicht. Wir gehen einfach mal so rein. Jetzt gucken wir mal, wo das Ursprungssignal herkommt. Also das Notsignal herkommt. Da. Aus dem Keller. Aus der Tiefgarage. Ja. Hier ist bis jetzt erstmal nichts. Hier können wir schnell mal noch ein bisschen was auffüllen. Da ist es. Oh, Blut. Warnung. Feinde im Anmarsch. Da fängt er schon wieder Blut an. Das Parkhaus sichern. Schade, wir sind wirklich nur 16. Das LMB ist vor Ort? Das klingt verdächtig. Sehen Sie zu, dass Sie den Agenten finden, aber seien Sie vorsichtig. Das kann eigentlich nur eine Falle sein. Jetzt hier richtig mit Einschusslöchern und Blut an der Wand. Jetzt wird's richtig brutal hier. Mal gucken, wo der Agent ist. Aber jetzt sammeln wir auch ein bisschen was auf hier. Da ist mal ein Erste-Hilfe-Set. Oh, Glück gehabt. So. Aber wo geht's jetzt hin? Da ist noch was. Moment. Oder heißt es Etage tiefer? Das heißt, glaube ich, Etage tiefer. Gut, dann fahren wir im Aufzug. Und auf geht's. Die Polizeiakademie untersuchen. Kriegen wir hin? Denke ich mir mal, dass wir das hinkriegen. So. Jetzt sind wir in der nächsten Etage. Hui. Was ist das denn hier? Police Academy mit einem Adler, und noch schicken Waffe, ganz viele Medaillen oder hoffentlich treffen wir nicht Ordensabzeichen oder wie man es auch nennen mag. Rangabzeichen. Die Waffe ist schon umgefallen. Okay, das ist wohl das Museum der Akademie. Ui, da sind auch schon Gegner. Dann machen wir auch sofort im ersten Raum einfach tot.
Ist ja kein Thema. So. Dann haben wir das schon mal. Und versperrte Türe entdeckt. Gucken wir mal, ob ich noch ein Dietrich-Set dabei habe. Aber wenn da steht versperrte Türe, ja meistens nicht, ne? Oder? Weiß es nicht genau. Doch, ich habe 3 Dietrich-Sets. Yeah. Jetzt gibt's richtig Loot. Meistens. Yeah. Verbesserter Keramikschoner. Das war's schon. Nur ein einziges Teil für so ein Dietrich-Set. Naja. Das war ja schon fast zu viel geopfert jetzt. Läuft hier eigentlich ganz gut. Bis jetzt ist nämlich kein großer Gegner da. Also ich suche hier alles ab, weil ich Angst habe, dass ich irgendwann Munitionsknappheit habe oder hier das beim Boss dann. Erste Hilfe-Set-Knappheit. Darum wundert euch nicht, dass ich hier jeden Raum mal kurz eingehe. Ich suche jetzt keine Text oder so, aber erste Hilfe-Set suche ich. So. Da sind wir wieder. Ein Schritt weiter. Ziel ist Entdeckung. Wie ihr es gelernt habt. Ich muss ja nur nicht so tun, aber auch 16 kann wehtun. Halt ihn raus da. Säubert das Gebiet. Kontrolliert die Zone. Ein Schießen kann sie trotzdem. Wir haben einen Mann verloren. Auch wenn sie kleiner sind. So. Das war's auch schon. Wir sollen weiter untersuchen. Auf 13 Meter gehen wir mal weiter. Hier kam der gerade her. Da ist nämlich noch was zum Looten. Komm, noch eine erste Hilfe. Ne, war irgendwas anderes. Okay, und jetzt geht's aber voran. Wir sind am Auffüllpunkt. Jetzt kommt bestimmt ein Boss. Jetzt sind wir voll aufgefüllt, jedenfalls mit Munition und ein Checkpoint. Jetzt wird spannend. Ich sehe mal nach. Hab ich dich. Feindkontakt. Wir haben einen von uns erschossen. Keine Munition verschwenden. Den hole ich mir. Da hinten haben die sich vor. Da kommen hier wieder mal an. Einen haben wir noch. Na. Ja, gut. Die Richtung meine ich. So. Wieder Checkpoint stand da gerade. Das soll eine Polizei. Ah ja, hier ist so der Chill-Bereich. Da gibt es was zu trinken. Okay, und wieder mit dem Aufzug fahren. Okay, wir fahren immer höher hier. Gleich kommen wir ins Büro vom Commissioner, vom Chef, Hauptkommissar. Ja. Ich habe immer Angst, dass das Spiel stecken bleibt, wenn man hier so die Aufzüge benutzt. Aber es ist immer nur ein bisschen schwarzer Bildschirm. Okay. Gibt es wieder was zu looten? Genau deshalb bin ich hingegangen. So. Ah, wieder kein erster Hilfe-Set. Schade. Und jetzt geht's voran. Wir haben Gesellschaft! Dann gib Alarm! Mann. Ah, erster Hilfe-Set. Jawohl. Komm schon! Erledigt den Gegner! Seid nicht die Bedrohung! Den hole ich mir! Tango ist nicht! Ich lege ihn um! Ui, da sind sie!
durch Fenster gewählt. Nein, das war nicht gut. Oh, was soll ich jetzt machen? Das wird reich. Ey, Alter, was hältst du ab? Mann! Der kann voll an mir dran kleben, sobald ich mich in Schritt bewege. Feuer finden! Der gehört dir! Allen Verwundeten! Nicht nachlässig werden! Bleib Wasser! Jetzt aber. Der nächste, der so nachkommt. Dürfte es wieder gewesen sein. Ah, da unten waren wir eben, ne? Jetzt sind wir so weit hochgefahren hier. Ich check wieder die Ecken wegen Medikits. Okay, da ist was Grünes, das nehmen wir uns auch noch mit. Gut. Und weiter geht's. Da sind schon wieder Gegner. Langsam aber sicher. Seid ihr bereit? Die Angreifer. Den Bereich unter Kontrolle. Das wird was. Behaltet ihr im Auge. Immer weiter, wir müssen die Wurst. Ich sehe ein Geschütz. Mann, tot. Reicht euch die Mein. Sag einfach, worauf ich schießen soll. Thanos ist getroffen. So, der Boss ist mir zu nah, also gehe ich mal auf die andere Seite. Nur du und ich. Genau, nur du und ich. Das hat er gut erfasst. Das Blöde ist, er ist immer nur im Deck, ne? Und los! Oh, der hat mich aber ganz gut runtergehauen. Verstecken ist sinnlos. Ich sehe ihn! So. Das war jetzt erstmal. Wahrscheinlich lieber mal was hoch. Der war nämlich heftiglich. Okay. Das ist wieder ein Auffüllpunkt. Kommt bestimmt der nächste Boss oder so. Ne, ist gar kein Auffüllpunkt. Oder doch? Ist ein Auffüllpunkt, genau. Gut. Jetzt haben wir wieder volle Muni. Und hier sollen wir wohin? Die Police Academy untersuchen. Jetzt haben wir... Achtung, Agent! Sie haben ein Echo in Ihrer Nähe. Ein Echo? Was hat das jetzt hiermit zu tun? Okay, gucken wir mal. Das Echo analysieren in der Police Academy. Oh. Erfasse ein Echo in der Nähe. Jetzt sind wir hier in der Sporthalle. Gucken wir doch mal, ob wir die Polizeiakademie gleich abgeschlossen haben. Jetzt gibt es hier bestimmt gleich den Endkampf. Das kann nicht gut gehen hier, so eine Polizei, also eine Sporthalle. Okay. So, du hattest eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen, mir in den Rücken zu fallen. Um Himmels Willen, das müssen Sie nicht tun. Sie brauchen Hilfe, Sie sind verrückt. Du widersprichst dem Mann mit der Waffe. Ich würde sagen, du bist verrückt. Ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig. Moment, ich habe da noch was zu erledigen. Bin sofort da. Das kann nicht sein. Division-Agenten als Verräter, die sich gegenseitig umbringen? Das... Nein, das gibt's nicht. Okay, Konzentration. Die Shade-Tag, die das Echo erzeugt, wurde gehackt. Die Identität des Agenten ist unleserlich. Wenn es bei Ihnen einen Sicherheitsraum gibt, kommen wir vielleicht an Sie heran. Wenn Sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich sie hochladen kann.
Okay, also der, der hier die ganzen Division-Agenten gekillt hat, Richard Moore und wen haben wir hier noch? Victor Wright, der ist mit irgendeiner Technik getarnt. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das rausfinden, welche Technik das ist. Bis jetzt sind keine Gegner da. Also. Lade archivierte Sicherheitsdaten herunter. Keine Neustation. Jetzt wird's heftig. Jetzt kommt der Boss. Jetzt werde ich nervös. Wo müssen wir hin? Da sind welche. Ich sehe sie. Aber was wir machen müssen, sehe ich gerade nicht. Beeilung. Sie sind nicht mehr allein. Aha. Download abgeschlossen. Beginne Upload. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir auch ganz und gar nicht. Auf mein Zeichen, zurücktreten! Feuer frei, los, los, los! Verdammt! Ja, da! Verstecken bringt nichts! Ich jetzt nicht so gut von dem. Wir haben ein Geschütz aufgesetzt! Upload abgeschlossen. Erledigt den Gegner! Die waren sehr offensiv, das war natürlich das ist gar nicht so schlecht für uns. Den LMB-Hinterhalt neutralisieren. Ich hab ja nur noch. Oh, da oben sind schon wieder welche. Oh nein, Scharfschütze. Oder? Nee, das ist nur ein Scheinwerfer gewesen. Nee, ist ein Scharfschütze. Passt. Woll, explodiert sogar. Warst du schon? Uiuiui. Ui, ui. Jetzt den abtrünnigen Agenten ausschalten. Jetzt kommt der Boss. Ach, wie stressig. Aber kriegen wir auch hin. Sind ja nur das. Batman. Ah, da oben ist sogar ein Scharfschütze. Ist der auch lila? Ne, der ist normal. Jetzt bloß nicht nach. Okay. Da ist noch irgendwie ein Mikro. Wie ich da jetzt eben ankomme, die sind relativ safe, ja. Ich habe nur die Türe zum. Regelt das Gebiet ab! Kontrolliert die Zone! Schießt nach Belieben! Oh. Er hält sich verloren! Kriegen wir konnte man nicht sein. Muss nach. Ist doch scheiße! Ja, Glück gehabt. Ein Glück hat ein Magazin gereicht für den. Bringt das zu Ende! So. Er ist getroffen! Jetzt den Keiler. Nein! Bitte, was war das denn? Eine rollende Granate! Habe ich ja noch nie gesehen. Tja. Beeilung! Sie sind nicht mehr allein. Download abgeschlossen. Beginne Upload. Ja, schön, wenn man gestorben ist, hat man auf jeden Fall. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. Auf mein Zeichen, zurücktreten! Feuer frei, los, los, los! Abgeschlossen. Also, das mit der Rollgranate war gerade echt gemein. Das ist ganz gut, weil ich gleich mal von so einem Messen wieder reinrollt. Das war ja eine richtige Super-Karte. Ich geh besser mal raus. Da habe ich ein bisschen mehr Spielraum.
Ja, da habe ich viel mehr Spiel. Glaube ich auch mal links und rechts, wenn es eng wird. Scheiße! Jetzt kommen die Kosten. Boah, das sind noch zwei. Bring den Job zu Ende. Schieß nach Berlin. Gerade nach. Boah, wie kommt dieser blöde Stein im Weg? Das Ziel ist in Deckung. Willkommen bei den Profis. So geht's. Also, diese Deckung ist erstens für den Arsch und zweitens für den Gegner. Er will sich verstecken. Kommt wieder raus. Da oben noch den Scharfschützen. Ja, klar, der erwischt mich natürlich auch in den Winkel. Super. Hier sind wir natürlich weg, wenn ich ziele. Getroffen. Ich sehe schon, der Scharfschütze wird uns ein Verderbnis. Du hast Kack. Ach komm. Boah. Hier wäre natürlich cooler, jetzt zwei Leute kommen. Der Gegner verblutet. Okay. Schalte den Gegner aus. Wir müssen ihn da raustreiben. Nein, das gibt es doch nicht. Dann treffe ich den da oben, dann kommt genau der Schuss, wenn ich wieder in die Deckung gehe von dem Boss. Das ist doch nicht möglich. Sie sind nicht mehr allein. Download abgeschlossen. Beginne Upload. Oh. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. Das schon mal erledigt. Erste Welle, da ist ein erste Hilfe-Set. Endlich mal. So. Du kannst es schaffen. Na, komm raus. Das Ziel ist in Deckung! Sauber,
stirb doch bitte daneben. Einen Schuss nie auf die abgefeuert, das ist doch nicht normal. Ey, das gibt's doch nicht, die ganze Zeit passiert nichts, dann gehe ich einmal hoch und dann kommt sofort die dicke Bombe raus. Bringt den Job zu Ende. Macht weiter Druck. Irgendwann kommt er raus. Soll ich mich verarschen? Scheiße, das Ding geht hoch! Endlich. Kein Scharfschütze mehr, nur noch ein. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Und immer von meinem gehackten Bett, ne? Das ist Behinderte. Oder nee, das ist ein anderes Gerät, das ist gar nicht meins. Der Gegner verblutet! Erledigt ihn! Meins ist das. Irgendwann kommt er raus. Er ist für die falsche Seite. Mein Kopf nicht. Muss ich gerade gegen sein, den Film meins und dem sein? Jawohl. Schieß weiter! Geschützt! Nur noch Mr. Boss. Dürfte jetzt klappen. Ende auf den Timer. Das ist echt aus dem Rand rausgekommen. Faszinierend. Komm, Splittergranate macht aber auch noch was. Die Suchermine findet dich. Jawohl. Suchermine raus! Jetzt läuft er schon wieder weg. Ey, das gibt's doch nicht, der bleibt immer in deckender Zeit. Geschützte Position! Ich hänge fest! Achtung, ERP kommt! What the crap? Ich stecke fest! Da bleibt sie. Wow. Ihre Erkenntnisse sind erschütternd. Dass sich Agenten gegen Agenten wenden und ihren Auftrag verraten, das hätte niemals passieren dürfen. Gott verdammt. Seien Sie von nun an besonders vorsichtig. Ich glaube, Sie haben einiges an Aufmerksamkeit erregt. Jawohl, Level 21. Yippie. Und der Kerl ist Geschichte. Die Police Academy ist befreit. Das haben wir auch geschafft. Und dementsprechend können wir jetzt erstmal ausbauen. Wir haben nämlich ganz viele Güter. Und gucken wir doch mal hier. Ups, wir müssen ziemlich weit nach unten. So, in unsere Basis. Wir können Sicherheitsflügel und Medizinflügel ausbauen. Das lohnt sich doch schon mal. Und dann haben wir auf jeden Fall die Police Academy schon mal abgeschlossen. Boah, war das ein heftiger Kampf. Das war richtig Stress. Also, ich fand es jedenfalls stressig. Aber es ist geschafft und das ist ja erstmal die Hauptsache. Dann weiß man auch, was man geschafft hat, wenn es so kompliziert ist. Und genau, beim nächsten Mal, wenn ich dann den Ausbau jetzt fertig habe, werden wir dann auch in die nächste Hauptmission gehen. Die müsste dann Level 18 oder 20 sein. Dieses blaue Schild, was wir da schon von oben sehen. Scheiße, das werden Sie nie glauben. Der Typ ist noch nihilistischer als ich. Mr. Rhodes, zeigen Sie einfach dem Agenten das Material und lassen Sie es ihn selbst bewerten, okay? Aber es stimmt, das ist der Hammer. So, und nun gibt es ein Überwachungskamera-Video. Das gucken wir uns auch mal an. Ich fass immer noch nicht, was deiner Dark Zone abgegangen ist. Ich weiß, zum Kotzen. Ich habe mit allem Recht behalten und die ziehen uns trotzdem ab.
Und die Toten blieben da. Ja, das ist einfach nicht richtig. Warten Sie mal kurz. Hören Sie, wir werden niemanden hier zurücklassen. Wir sorgen dafür, dass diese Stadt nicht einfach aufgegeben wird. Aber die Leute, für die wir arbeiten, bringen es fertig und lassen uns alle im Stich, wenn es ihnen passt. Nun, ich bin nicht mit allem einverstanden, aber... Ich sage nur, es ist höchste Zeit, dass wir uns von ihnen lösen. Ihr Modell funktioniert nicht mehr. Wir sollten uns trennen, bevor es uns auch noch mitreißt. Bevor es uns tötet. Das wäre Verrat. Ich sage nur, wie es ist. Sehen Sie sich um, es gibt nichts mehr zu retten. Die JTF versucht, ein Manhattan zu retten, das es überhaupt nicht mehr gibt. Jetzt geht es nur noch um die Macht. Macht und Überleben. Sie sind fertig, aber ich nicht. Und Sie auch nicht. Nicht, wenn wir zusammenhalten. Okay. Tja. Das war jetzt die erste Welle, die abtrünnig wurde. Okay. Haben wir jetzt auch mal gesehen. Und nun geht's an den Ausbau. Oh. Der Medizinflügel ist ja schon zu 80% ausgebaut. Da brauche ich ja gar nicht mehr so viel. Dann werde ich dort jetzt mal anfangen. Und mal gucken. Was wird Sie leisten gute Arbeit, können. Aber lassen Sie jetzt nicht nach. Och, sogar Kids. Von hier nach da. So, hier. Nee. Hören Sie, das ist kein guter Computer. Zeitpunkt. So. Was bauen wir denn aus? Wir können nur das Gefahrenlager im Moment ausbauen. Hilfsposten-Mod. Ja, Hilfsposten benutze ich nicht. Schutzmaßnahme. Nochmal Virenschutz versteigert. Dann habe ich 4 Virenschutz. Kontaminierte Bereich. Ja, machen wir das doch. Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Gut, brauchen wir nachher nur noch die Katastrophenhilfe zu kaufen. Dafür müssen wir natürlich noch was sammeln. Gucken wir mal, was das da jetzt ist. Wir brauchen Rose. Hier. Exzellent. Auf Dekontaminationsanlagen haben wir lange gewartet. Jetzt können wir die Schutzausrüstung angemessen warten und aufbewahren. Jo, also, das war jetzt erstmal dieses, war jetzt nicht so besonders. Jetzt haben wir halt Kontaminierungsstufe 4 theoretisch. Ich schau mal gerade. Wo sehen wir das? Hier sehen wir das. Ja, Filterstufe 4. Mal gucken, ob wir da auch einen Bereich finden, der kontaminiert ist. Und jetzt geht's in den Tech-Flügel. Da haben wir noch nicht so viel. Also mal nach oben und gucken wir mal, was falls wir das LMB Division Geräte hackt, wie in der Polizeiakademie, können. Bedeutet was wir hier sehen, ist der Echtzeitstatus der gesamten Infrastruktur südlich der Dark Zone. So. Gefahrengüter erweitert das Dark Zone Inventar um einen Platz oder eine Suchermine. Setzt eine automatische Mine ab. Dann hätte ich die Suchermine, die ich bis jetzt nicht hatte. Oder Zentralheizung, taktischer Vorteil. Sprengstoffexperte, Müsli-Riegel. Na komm, dann nehmen wir auch wirklich mal die Suchermine jetzt, dass wir die dann eventuell mal nutzen können. Gut. Jetzt haben wir Kommunikation. Suchermine und Gefahrengüter. Mehr Platz. Und Zentralheizung können wir auch kaufen. Dann haben wir den Müsli-Riegel, der die Wirkung steigert. Ich benutze so selten diese Buffs-Zeug. Naja, gut. Ja, das sollte gehen. Gute Arbeit. Gut, auch 80% hier. Und jetzt gucken wir mal, was wir gerade gekauft haben. Das ist genau das, was ich brauche. Kommunikation. Jetzt können wir mit unseren Agenten während Einsätzen besser in Verbindung bleiben. Gut gemacht. Ja, das ist doch schon mal schön. Und jetzt gucken wir noch die Zentralheizung an. Heilige Scheiße, Sie haben mich zum glücklichsten Grießkram der Stadt gemacht. Zentralheizung, konstante Wärme. Damit machen Sie sich eine Menge Freunde hier. Jo, jetzt haben wir sogar eine Heizung hier drin. Strom, Wasser, Heizung. Jetzt fehlt nur noch hier die Feldtechnik. Und noch ein Bereich. Auf jeden Fall sieht es hier oben noch ziemlich dreckig aus. Obwohl jetzt unsere Basis so weit ausgebaut ist, ist da trotzdem noch so viel Müll in der Ecke gewesen. Passen Sie auf sich auf. Hallo. Nicht mehr aktualisiert. So, und nun haben wir alles fertig. Also, die Hauptsachen sind jetzt erledigt. Ich habe hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Da
hinten ist sogar ein Bereich, wo Lämpchen. Dank ihres Einsatzes sind die Straßen jetzt viel sicherer. Haben Sie irgendwas mit dem Tod dieses Cleaners-Typen zu tun? Ein richtiger Aufenthaltsbereich mit Leuten und so. Hatte ich das vorher auch schon? Hey, die gucken Fernsehen. Ist ja cool. Ha, so klein, gar ein kleiner Kinobereich. Aber wo ist der Beamer, der das da drauf leuchtet? Ach, ist gar kein Beamer, ist ein normaler Fernseher. Okay. Ja gut, das gucken wir uns jetzt aber nicht an. Das ist nur irgendwie ein Film von irgendeinem Zug oder so. Auch da klettert jetzt einer gerade die Laterne hoch. Ja, ui. Das ist meine Veranstaltung, was? Ja, schön. Also, ein richtiger Wohnbereich jetzt hier. War mir gar nicht bewusst, dass wir hier einen Wohnbereich haben. So gut habe ich mich seit Wochen nicht gefühlt. Uns geht's hier richtig Mike gut. Mike sagte, jetzt. Sie wären in der Gegend. Hey, machen Sie so weiter. Nee, das war vorher. Schön, zu. Sie in einem Stück zu sehen. Da konnten wir gar nicht reingehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. So, und jetzt, was haben wir denn? Hey, sehen Sie sich mal das Angebot an. Nee, Mods kaufe ich keine. So, ich verkaufe erstmal alles, was jetzt schlechter ist. Oder was nicht schlechter. So. Boah, auch schon 40.000. Nicht übel. Langsam aber sicher kommt das Geld ran. Haftgranaten benutze ich nicht. Ja, die kann auch weg. Kann auch weg. Oh, neue Pistole, neue Waffe, neue Magnum. Oh Gott. Da muss ich mal gucken, ob ich jetzt die Magnum nehme oder eine andere. Ja, auf jeden Denken Fall. Sie dran. Umtausch ausgeschlossen. Neue Items. Mal gucken, was der hier so verkauft. Hm. So auf Anhieb. Nichts, was ich wirklich haben will. Bis später. Ja, Waffen. Okay, Waffen könnte man natürlich mal gucken. 13.000 ist natürlich jetzt schon ein Wumms. Oh, hier unten kommen auch ganz gute Sachen. Ja, ist aber auch nur 13.000. Aber immerhin. Oh, da braucht man schon 520 Talent für. Ich bin erst bei 450. Das dauert natürlich ewig, bis ich das zusammen habe. Hier, 416 auf Ausdauer. Dann geht schon mal Rüstungsdurchdringung um 9. Oh, hey, das ist nicht schlecht. Okay, ich beschäftige mich aber mit. Wir sehen und beim uns. Nächsten Mal machen wir dann wieder eine Mission, die etwas vom Level höher ist. Und zwar diese hier. Um Gottes Willen, lass den los! Ja. Oder diese. Ich habe keinen Schimmer, was die hier wollen, aber es wimmelt von denen. Die Lage hier wechselt gerade von beschissen zu total beschissen. Schicken Sie... Genau, der da ganz oben, das ist der Level 18er. Der blaue ist Level 20. Also wir sind echt noch im Bereich Level 18 so rum. Ja, dann würde ich sagen, da sehen wir uns beim nächsten Mal. In dem Tech-Einsatz, ist wieder ein Tech-Einsatz. Und da machen wir auch hier das kleine Haus auf, damit wir dann auch dorthin porten können. Laufen also von hier aus über den Kampf zu dem Haus und dann zu dem Einsatz. Und ich hoffe, das Ganze hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.